Hallo liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind für Sie daheim am Mikrofon und werden Sie durch dieses hochinteressante Spiel begleiten. Molde gegen Real Madrid. Schon ein Prestigeduell, Wolf. Auch wenn es auf dem Papier um nichts geht, wird das eine interessante Partie. Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. Mit aktuell 20 Treffern ist er momentan der Beste der Liga in der Kategorie Torjäger. So tritt der Gastgeber in dieser heutigen Partie an. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Das ist die Aufstellung von Real Madrid. Thibaut Courtois ist der heutige Torhüter. Sergio Ramos spielt neben Rafael Varane in der Abwehr. Toni Kroos steht zusammen mit Casemiro im Zentrum. Und der einzige Stürmer wird Karim Benzema sein. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Etas Hussein. Magnus Wolf Eikrem. Gefährlich! Viel mit Auge. Gute Idee, dieser Ball. Er holt sich den Ball. Sergio Ramos am Ball. Jetzt Casemiro. Benzema. Geht's für Real heute nur um die Höhe des Sieges, Buschi? Es ist vielleicht ein bisschen einfach, aber klar ist, die Madrilenen sind Favorit. Etas Hussein. Sie lassen den Ball hier gut laufen. Etas Hussein. Das könnte die Chance werden. Jetzt wieder Real. Lucas Vazquez. Ballbesitz bei Marco Asensio. Modric. Schönes Zuspiel. Benzema. Dann nimmt er ihm die Kugel vom Fuß, Buschi. Gut reagiert vom Torwart. Gut rausgekommen. Magnus Wolf Eikrem. Ja, da ist Platz jetzt. Spielt den Ball direkt zurück. Und jetzt haben sie die große Chance zur Führung aus 11 Metern. Das könnte eine entscheidende Szene dieses Spiels gewesen sein. Keine Frage für mich, Buschi. Hier muss es 11 Meter geben. Nur, dass es keine Karte gibt, das überrascht mich dann doch. Ja, das muss man ganz deutlich sagen. Das ist eine Fehlentscheidung. Das war mindestens gelb. Sie verwandeln den Strafstoß. Er hat diesen Elfmeter verwandelt, aber wir sehen in der Wiederholung, da war eine Menge Glück im Spiel. Keeper ahnt, dass der Ball in die Mitte kommt, kann ihn aber nicht halten. Muss ihn eigentlich halten.
Oh ja, Zinedine Zidane, der ist sauer, der ist frustriert. Jetzt haben sie dieses Spiel so ein wenig aus der Hand gegeben. Na, vielleicht muss er umstellen. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Varane. Casemiro. Ballverlust Real Madrid. Schön dazwischen gegangen. Casemiro. Benzema mit dem Ball jetzt. Sie bauen geduldig auf. Man spürt, dieser knappe Rückstand muss noch nichts heißen. Real macht den Ausgleich, kommt damit also wieder rein in diese Begegnung. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung dieses Treffers. Zunächst der ruhige Aufbau. Und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da, aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Magnus Wolf Eichheim. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Etas Hussein. Da erobert er den Ball. Real energisch auf dem Flügel. Modric. Asensio. Ah, da wäre jetzt Platz. Karim Benzema. Jetzt die Möglichkeit. Nach wie vor lebt diese Chance. Ball kommt. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Benzema. Fellow Mondi. Karim Benzema. Toni Kroos. Klasse Chance jetzt. So, die Führung. Ja, Wolf, jetzt haben sie das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Wir schauen uns noch mal an, wie das Tor entstanden ist. Der Steilpass kommt von Toni Kroos. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Zinedine Zidane bejubelt diesen Führungstreffer. Sein taktisches Konzept ist voll aufgegangen. Real ist jetzt vorne, konnte man allerdings auch so erwarten. Wieder ein guter Pass von ihm, nicht das erste Mal heute. Etas Hussein. Magnus Wolf Eichheim. Sieht gefährlich aus. Und jetzt haben sie den Ball. Der Vorstoß, Toni Kroos ist das. Da ist er zu früh losgelaufen. War nicht zu übersehen, abseits.
Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Verloren Mondi. Groß am Ball. Casemiro. Ja, Madrid, ja, das ist gefährlich. Es gibt Freistoß für Real Madrid. Freistoß kommt rein. Macht er gut hier. Klasse, aufgepasst. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Magnus Wolf Eikrem. Etas Hussein. Klasse Aktion, Ball ist weg. Die erste Hälfte war spannend. Es ging hin und her und wir gehen mit einem 2:1 in die Pause. Wie lautet dein Kommentar bisher zu Benzema? Na, die Führung haben sie auch ihm und seinen Toren zu verdanken. Wirklich eine gute Leistung im ersten Durchgang. Mit dieser Führung für Real gehen wir rein in Durchgang 2. Schauen wir mal, was uns dieser zweite Durchgang noch alles anzubieten hat. Jetzt haben sie den Ball wieder. Modric. Den Ball erobert, da macht sich der hohe Druck bezahlt. Magnus Wolf Eikrem. Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. Casemiro. Real Madrid im Vorwärtsgang jetzt. Toni Kroos. Benzema. Luka Modric. Spielt wieder auf Benzema. Real Madrid macht weiter Druck, erhöht seine Führung mit diesem Tor jetzt auf 2 Tore. Wir schauen uns die Entstehung des Tors nochmal an. Zunächst der wieder geduldige Aufbau und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verwerten. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Heißt es also jetzt. Ah, sie verlieren den Ball. Magnus Wolf Eikrem. Etas Hussein. Und jetzt die Chance. So, leichtes Durchatmen hier nach diesem Zweikampf. Ball bei Varane. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Die kurzen Pässe jetzt, sehr ballsicher sind sie da. Sie haben natürlich auch die Führung im Rücken. Casemiro. Jetzt Sergio Ramos. Jetzt sind sie am Ball. Das könnte was werden jetzt. Sie wollen den Anschlusstreffer. Er setzt sich gegen Ramos durch. Ja, abseits, richtig. Sie nehmen eine Auswechslung vor.
Luka Modric jetzt. Erik Hestad. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Sieht gefährlich aus. Der Ballverlust. Chance zum Konter jetzt. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Magnus Wolf Eikrem. Guter Vorstoß jetzt. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Abwehrverbund steht hinten drin. Jetzt lassen sie erstmal kommen. Ball von Groß wird abgefangen. Sergio Ramos am Ball. Sie spielen den Ball zurück zum Keeper. Verloren Mondi. Sie gehen mit einer deutlichen Führung in die Schlussphase, Buschi. Wie siehst du die Partie im Moment? Läuft alles für Real. Da sehen wir wieder mal die Kreativität, die Zielstrebigkeit, die sie auszeichnet. Und das ist kein Wunder bei diesen Akteuren, den Sieg gehen. Das ist die Chance jetzt! Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Ballverlust Eden Hazard. Karim Benzema. Jetzt vielleicht die Flanke. Groß am Ball. Casemiro. Benzema, weg ist der Ball. Der Ball ist draußen, Real jetzt mit dem Einwurf. Groß geht raus. Sein Team liegt vorne, er hat hier eine gute Leistung gezeigt und ja auch sein Tor gemacht. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Luka Modric. Federico Valverde. Was war das denn für ein Tor? Mit dem Seitfallzieher macht er es. Akrobatisch, wie er da in der Luft liegt. Da zeigt er seine ganze Technik. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Erst läuft der Ball richtig gut. Und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. Er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Und jetzt werden sie wechseln. Das wird heute wohl nichts mehr für sie. Das Spiel ist fast vorbei. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Jetzt vielleicht Benzema. Casemiro. Da hat er die Chance. Gehalten. Aber wenn du aus der Distanz so eine Chance hast, dann muss eigentlich fast mehr rumkommen, ne? Ja, sehe ich auch so. Das ist keine gute Aktion. Eine verschenkte Chance, gerade gegen diesen Torhüter. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten gibt's oben drauf.
Magnus Wolf Eikrem. Eirik Hestad. Gefährliche Szene. Da ist das Tor! Also am Ausgang dieses Spiels wird dieser Treffer wohl nicht mehr viel ändern. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Neuer Spielstand 4:2, 6 Treffer haben wir bereits gesehen. Die letzte reguläre Spielminute läuft. Casemiro. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Partie, die Gäste haben also gewonnen. Tja, diesen knappen Sieg sehen wir mal, wie stark diese Mannschaft wirklich ist. Es ist gar nicht so leicht, so ein Ergebnis über die Runden zu bringen. Wie hast du die Leistung von Benzema heute gesehen? Schöner Auftritt heute von ihm. 2 Tore gemacht, gewonnen. Was will man mehr?